Wer von einer flachen und durchtrainierten Körpermitte träumt, kommt um den Plank nicht herum. Der Unterarmstütz gilt als Königsdisziplin und Mutter aller Chorübungen. Denn mit nur einer einzigen Übung werden gleichzeitig Rumpf, Rücken, Bein, Hüft, Schulter, Brust und Gesäßmuskulatur gestärkt. Insbesondere der Bauchbereich wird isometrisch, also durch statische Muskelanspannung trainiert. Wichtig ist jedoch die korrekte Ausführung. Wer dann dranbleibt, sieht schnell Resultate. So geht die Plank richtig. Gestartet wird in Bauchlage. Die Unterarme werden parallel zum Körper abgestellt. Ellbogen auf Höhe der Schultern, die Füße aufstellen und den Körper anheben. Wichtig, Hüfte und Schultern müssen auf einer Höhe sein. Bauch einziehen und den Rumpf anspannen. Durchhängen vermeiden und den Po nicht zu sehr in die Luft strecken. 30 bis 90 Sekunden halten. Wer am Anfang keine Minute durchhält, kann mit 30 Sekunden starten. 4 bis 5 Durchgänge sollten es aber schon sein, am besten täglich. Anfänger starten am besten vor einem Spiegel, um die Haltung zu überprüfen. Wer sich dennoch schwer tut, kann Planks auch auf den Knien machen statt auf den Füßen. Das erleichtert die Durchführung. Auch eine erhöhte Position für die Arme kann am Anfang hilfreich sein.